Herzlich willkommen zu diesem Video, endlich mal wieder ein YouTube von uns. Und in diesem Video geht es darum, wie du als Selbstständiger einfach mal das Doppelte verdienst, vielleicht sogar noch mehr. Auch wenn es dir jetzt im Moment ein bisschen komisch vorkommt, ich werde dir hier einige Tipps an die Hand geben, aber nicht nur das. Ich werde dir vor allen Dingen den Hauptgrund an die Hand geben, den wir immer erleben, warum Leute sich selber deckeln, warum es einfach nicht weitergeht. Und nach diesem Video, bleib also bis zum Schluss, wirst du alles an der Hand haben, um wirklich weitergehen zu können und um ein völlig neues Level zu erreichen. Das, was absolut entscheidend ist, entscheidender wirklich als alles andere, weil es die Basis ist, ist das, was du selber über dich denkst. Was du denkst, wer du bist, wie du dich anordnest, zum Beispiel im Zusammenhang auch mit deinen Mitanbietern, wie du dich siehst im Zusammenhang mit deinen Kunden, was du denkst, wer du für sie bist. Und gerade wenn du im Beratungsbereich unterwegs bist, ist das nochmal viel, viel wichtiger, aber bei den meisten Dienstleistungen. Ich weiß, dass es in Mitteleuropa üblich ist, dass wir so erzogen werden, dass wir lernen, bescheiden zu sein. Und Bescheidenheit ist eine Zier, heißt es immer, aber weiter kommt man ohne ihr. Kennst du auch wahrscheinlich den Spruch? Und das ist eben das, worauf es im Grunde genommen ankommt. Es geht jetzt nicht darum, dass du rausgehst und dass du irgendwas erzählst, was nicht stimmt. Aber es geht darum, dass du lernst, zu dem zu stehen, wer und was du bist. Und wenn du das nicht machst, wirst du dich immer irgendwo so ein bisschen kleiner machen. Der Witz ist aber, unser Gehirn ist sehr, sehr schlau, sprich auch das von deinen potenziellen Kunden. Und es erkennt an ganz, ganz winzigen Signalen, ob du dich selbst sicher fühlst, also ob du selbst sicher bist und dich selber entsprechend auch wertschätzt oder ob das nicht der Fall ist. Ob du zum Beispiel denkst, naja, die anderen, die sind ja besser oder ich mache das ja erst seit 3 Jahren oder irgendwie so etwas, wird immer merkbar sein, auch wenn den Leuten es nicht bewusst ist. Genauso wenig, wie es dir bewusst ist, der du das aussendest oder die du das aussendest. Und hinterher wunderst du dich vielleicht, dass es die ganze Zeit nicht so richtig weitergeht. Du traust dich vielleicht nicht, die Preise zu nehmen, die angemessen werden, sondern versuchst immer wieder runterzubieten. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich war ja früher im Trainingsbereich unterwegs, in Firmen und habe immer wieder bei mir selber erlebt, dann ruft so eine Firma an und fragt irgendwie bestimmte Daten ab, ob man da Zeit hätte und ob man ein bestimmtes Training machen könnte. Und ich habe bei mir immer gleichzeitig gedacht, wenn ich die Firma halbwegs kannte, ich habe im Kopf mir schon ausgedacht, wen die jetzt alles abfragen werden, welche Kollegen und so weiter. Also ich wusste schon, die fragen den an, die fragen den an, die fragen den an. Und dann habe ich versucht, mir so mein für mich, wo ich so dachte, okay, wenn ich die jetzt alle so ein kleines bisschen unterbiete, vom Preis her, dann kriege ich den Job. Und es ist totaler Kokolores. Es funktioniert nicht. Also ich habe den Job manchmal bekommen und manchmal nicht bekommen. Aber wenn ich ihn bekommen habe, dann sogar oft unter Umständen, die irgendwie gar nicht günstig waren für mich oder wo ich mich hinterher geärgert habe, wo ich hinterher gedacht habe, nee, also eigentlich das war es jetzt gar nicht wert und so weiter. Das heißt, man ist dann irgendwann plötzlich der Billigheimer. Und das ist eben das, was bei vielen so ist. Und daran siehst du, das hat ganz viel damit zu tun, wie ordnest du dich ein, zum Beispiel eben auch bei Mitanbietern. Oder was hältst du von dir selber? Guckst du dauernd rechts und links und denkst, oh Gott, der ist so gut? Die Leute kochen alle mit Wasser. Das schon mal als erstes. Das darfst du dir klar machen. Das nächste, und ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht, deshalb gucke ich jetzt da mal hin, ja, weil ich möchte nichts vergessen. Das Entscheidende ist eben deine Identität. Also dieses Ich bin, wer bin ich? Was sagst du, wenn ich jetzt dich bitten würde, schreib dir mal 10 Sachen spontan auf, wer du bist, also in Bezug auf deinen Beruf, aber vielleicht auch privat. Würdest du dann zum Beispiel aufschreiben, ich bin der Beste bei mir in der Branche oder ich bin diejenige, die am weisesten ist und am besten in Bezug zum Kunden setzen kann und so weiter und so fort. Oder was würdest du aufschreiben? Was würdest du aufschreiben, wenn ich dich bitten würde, das zu tun? Und daran kannst du schon ganz gut erkennen, wo du dich gerade einordnest. Und jeder von uns, und das ist meine absolute Überzeugung, hat in sich drin etwas, was diese große Identität ist. Also das perfekte Ich sozusagen, also deine perfekte Version. Und das, was du eigentlich bist, also deine große Identität, deine Seele, dein Higher Self, ist egal, wie du es nennst, ist absolut in der Lage, die beste Version von dir zu leben und dir zum Beispiel auch die Signale zu geben, wenn du irgendwo eine Weiterbildung machen solltest, ein Coaching machen solltest,
ein bestimmtes Buch lesen solltest und so weiter, ja, einen Kurs machen solltest oder so, wahrscheinlich hast du immer mal Impulse, dass du denkst, ah, das interessiert mich, das wäre noch gut, das könnte ich noch gebrauchen, da könnte ich mich weiterbilden. Und manchmal machst du es vielleicht, manchmal machst du es nicht. Vielleicht ist dir manchmal was zu teuer oder so. Oder du denkst, ich kann das noch nicht oder da braucht man bestimmte Anforderungen. Das heißt, es gibt einen Teil, ein Widersacher in dir, der dich auch wieder zurückhält. Und ich kann dir einfach nur raten, und das ist mein nächster Rat, immer diese beste Version von dir selber zu leben. Also quasi immer das zu machen, was diese beste Version in dir machen würde. Was würde die denn machen? Was würde denn deine beste Version machen in dem Moment? Das heißt, du darfst dich auf diese Weise, indem du dich jetzt schon genauso verhältst, dorthin entwickeln. Ich weiß, und das ist der nächste Punkt, dass es vielen Leuten gelingt, das mal an einem besonderen Tag zu machen oder mal in einer Stunde oder sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt, wie meine beste Version agieren würde. Und dann kommt der Alltag dazwischen. Und dann kommt der Alltag dazwischen mit all dem, wo man hier schnell was zu tun hat, da eine Liste abzuarbeiten hat und dort irgendwas machen soll. Dann hast du mal einen schlechten Tag erwischt, du hast schlechte Laune, dir geht's nicht gut. Oder du hast Ängste oder so. Und all diese Dinge, die spielen die ganze Zeit mit rein. Und wenn ich dich dann fragen würde, wie würde jetzt deine höchste Identität, deine beste Version eigentlich agieren, würdest du wahrscheinlich sagen, ja, jetzt nicht so. Und das ist der Punkt. Wir haben vor einiger Zeit ein Programm entwickelt, das heißt Unleash Your Greatness, also entfalte, entwickle deine Großartigkeit. Und da geht es genau darum, wie kann ich so etwas lernen, das in den Alltag einzubringen. Und wir machen die Erfahrung, dass die Leute da die ganze Zeit Aha-Erlebnisse haben, weil sie einfach auch von uns Übungen mit an die Hand bekommen, wie man das lernen kann. Weißt du hast es ja 20, 30, 40, 50 Jahre, ich weiß nicht wie alt du bist, hast du es immer anders gemacht. Immer anders. Du hast gelernt von deinen Eltern, von den Lehrern und so weiter, dass der Alltag unheimlich viel Einfluss auf uns hat, dass das Außen unheimlich viel Einfluss auf uns hat. Die meisten Menschen leben nicht, wie sie es wollen, sondern wie die Umgebung, andere Menschen, die Situation sie beeinflussen. Das heißt, sie lassen sich vom Leben hin und her schütteln und alles, was die ganze Zeit so passiert hat, Einfluss auf ihr Leben. Die steuern nicht selber, denen ist das Steuern längst entglitten. Und die sagen das auch so. Ja, wenn irgendwas passiert, sagen sie, ja, die Umstände sind schuld, die Politik ist schuld, mein Ex ist schuld und wer alles schuld ist, die Eltern, die Jugend und weiß der Himmel was. Ja, alle sind schuld, nur man selber nicht. Das heißt, keine Steuerung, keine Verantwortung und damit keine Möglichkeiten zu gestalten. Und du kannst es alles anders machen. Und das ist die Basis dafür, extrem viel Geld zu verdienen. Stell dir mal vor, du würdest heute rausgehen und du würdest einfach ein völlig anderes Auftreten haben. Du würdest, weil du anders denkst, weil du anders fühlst, nicht weil du es nur machst, weil du es künstlich herstellst, sondern weil du sozusagen deine größte, beste Identität lebst. Glaubst du, du könntest sofort in der Branche, wo du unterwegs bist, an der Spitze sein? Ich sag's dir ja, ist so. Wir haben es ganz oft erlebt. Ich habe jetzt ganz kürzlich, haben wir einen Kunden gehabt, oder haben wir noch, der ist noch bei uns im Programm. Der zum Beispiel kommt aus einer völlig fremden Branche, hat sich beruflich komplett verändert. Das heißt, er hat sein Business online gelegt, aber es ging nicht richtig und deshalb musste er es total verändern, hat er gemacht. Und der hat nach 6 Wochen einfach 100.000 Euro schon verdient gehabt. Warum? Das ist ja eher unüblich. Einfach deshalb, weil er es geschafft hat, aus sich heraus so zu agieren, weil er wusste, alles, was er mitbringt an Erfahrung von früher und so weiter, seine gesamten Überzeugungen gingen dahin, dass er die ganze Zeit gesagt hat, boah, das wird so gut, das wird so gut, das wird so gut. Und genau das ist es geworden. Und zwar nicht, weil er irgendwie frei von Zweifeln ist, weil er völlig verblendet ist und irgendwie total überhöhte Wahrnehmung von sich selber hat oder so, sondern weil er wirklich toll ist und sich nicht dauernd mit den Zweifeln runterdrückt. Und das ist so entscheidend. Es geht nicht darum, sich nicht zu verbessern, sondern es geht sogar die ganze Zeit darum, sich permanent zu verbessern, indem man eben die ganze Zeit die beste Version lebt. Und wenn du jetzt denkst, ja, macht Sinn, würde ich auch irgendwie ganz gerne machen, kann ich dir einfach empfehlen, ich habe dir diesen Link zu Unleash Your Greatness hier drunter gelegt. Das kostet normalerweise 1.300 Euro. Im Moment kannst du es tatsächlich so haben. Das ist ein richtiges Coaching-Programm. Ja, also das will ich dir jetzt einfach mal nur so sagen. Und zwar, wo es genau darum geht, dass du das lernst. Wer bist du denn eigentlich in Wahrheit? Wenn du aufhörst, dich dauernd klein zu reden, dich dauernd runterzumachen, dich dauernd selber zu kritisieren, wer bist du denn dann eigentlich in Wahrheit?
Und wenn du das lernst, wirst du eine völlig neue Dimension für dich entdecken. Und das gönne ich dir. Also klick einfach mal auf den Link hier unten in den Kommentaren und schau dir das mal an, arbeite das Programm mal durch. Da ist sogar ein persönliches 1:1 Coaching dabei. Nein, du kriegst da nichts verkauft, du kannst gar nichts kaufen. Selbst wenn du es willst, könntest du es da nicht machen. Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, dass du an dieser Stelle einfach mal für dich selber lernst, was hält mich eigentlich die ganze Zeit davon ab, dass ich mich groß mache, dieses dauernde sich kleinreden. Menschen haben, und das ist der nächste Punkt, Dialoge im Kopf. Das heißt, in unserem Kopf gibt es einen Dialog die ganze Zeit. Nicht nur Bilder, sondern auch Dialoge. Und in diesen Dialogen ist es die ganze Zeit so, dass wir uns auch kritisch betrachten. Die meisten Menschen machen das. Wie oft kritisierst du dich den ganzen Tag? Wie oft machst du das? Wie oft gehst du den ganzen Tag hin? Ich erlebe Leute, die laut vor sich hinreden und sagen, ja, sowas Dummes kann nur mir passieren. Hä? What? Warum sagt man sowas? Also ich meine, wie klein muss man sich machen, um so über sich selber zu reden? Wie geringschätzig ist das? Magst du mal damit aufhören? Magst du mal so bewusst deine Gedanken steuern lernen, dass dir so etwas nicht mehr passiert? Denn es hat die ganze Zeit Auswirkungen auf dein Selbstbild. Es hat die ganze Zeit Auswirkungen auf das, wie du nach außen wirkst und auch auf das, wie du dich verhältst. Deine Gedanken steuern deine Gefühle deine Taten und die Wahrnehmung, die von außen kommt. In dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn du deine Gedanken disziplinieren kannst, bist du einen ganzen Schritt weiter. Und das ist aber ziemlich herausfordernd. Ja, also man sagt, wir denken so am Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken und davon sind im einstelligen Bereich die positiven Gedanken, die was bringen, die dich weiterbringen. Der ganze Rest, der ist irgendwie Müll, negatives Zeug, je nachdem, wie du so drauf bist, ist bei dir vielleicht sogar ein Drittel negative Gedanken ist nicht unüblich. Das ist bei den meisten Mitteleuropäern so. Und dann gibt es noch einen Haufen Zeug, das ist halt nicht relevant, aber da wiederholen wir oft noch die Sachen, die wir sowieso schon mal gedacht haben. Fällt dir vielleicht auch auf, dieses im Kreisdenken, kennt man, ne? Und das sind eben so Sachen, wo Wiederholung stattfindet, hat den größten Lerneffekt im Übrigen. Das heißt, wenn du negative Gedanken immer wiederholst, brauchst du ungefähr 100 Mal machen, glaubst du selber dran. Mit Positiven ist ähnlich, aber du musst eine Überzeugung dazu entwickeln, sonst funktioniert es nicht. So, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Liste, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ja, also, das mit dem Alltag habe ich gesagt, das ist das Wichtigste, weil es hat keinen Sinn, es nur sonntags zu machen oder vielleicht einmal in einer guten Stunde, die du gerade hast. Deshalb, ich empfehle dir einfach, dafür ist Unleash Your Greatness entwickelt worden. Klick einfach auf den Link. Ich wünsche dir maximal viel Erfolg damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.